Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Beim letzten Mal waren wir in der Magierschule. Das Magier hatten wir jetzt gefehlt. In der Magierschule kamen da leider nicht so richtig weit, aber immerhin haben wir das Labor entdeckt und das war schon mal ganz gut. Wir haben sogar zwei Zutaten und eine davon schon in der richtigen Menge. Sehr gut. Jetzt wollen wir noch ins Lehrerzimmer, da wollen wir auch ein bisschen drum schnuppern. Und leider lässt uns die Tür da nicht rein, deswegen müssen wir jetzt nochmal zum Bloch gehen, in die Unterstadt. Da sitzt er ja in der Kneipe und müssen ihn nochmal fragen, ob wir denn da rein können. Ob er uns das Passwort verrät oder was das war, Losungswort? Nee, diesmal glaube ich war es ein Passwort. So, auf jeden Fall erstmal, Moment, wir können ja mit dieser Karte hier reisen, aber ich will es gerne mal machen. Einfach mal so zu Fuß nochmal runter, vielleicht sehen wir unterwegs ja noch was Interessantes. Nö, sieht nicht so aus. Außer diesen Busch hier, der aussieht wie eine Schnecke. Der Strauch hier, der aussieht wie so ein Pferdekopf. Und hier links ist doch auch noch irgendwas gewesen. Was war das denn? Ein Hase oder so? Ja, genau. Da ist wieder ein Hase. Da hinten sind die Löffel da. Okay. Ach, und hier, er hier, kann man den... Der X. Genau, wir haben ja seine Jacke entdeckt. Das wollte ich eigentlich in der vorletzten Folge, glaube ich, noch machen, aber da ging es einfach zu schnell dran vorbei. Das heißt, wir kamen gar nicht da durch die Unterstadt. Also durch diesen unteren Teil der Oberstadt. So, okay, also jetzt hier, wegen Jacke. Hallo? X? Psst. Was ist? Achso, deine Jacke hängt immer noch im Gasthaus, genau. Zloff, der Wirt aus dem Gasthaus, hat erzählt, du bist verhaftet worden, weil du dich nicht von Herrn Schildträger durchsuchen lassen wolltest. Warum sollte ich auch? Ich habe nichts verbrochen. Er brauchte nur einen Vorwand, um mich einzusperren. Er wusste, dass ich zu den Protestern gehöre. Das war Grund genug. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Aber das war schon alles. Ach, na schade. Ich dachte, ich hätte das mit der Jacke irgendwie anbringen können. Aber leider nicht. Okay, gut. Hat der Schildträger noch was irgendwie sozusagen? Haben wir denn hier noch... Ja, nö, da haben wir doch schon, oder? Überall. Moment, ich versuch's nochmal. Ja, betrachte die Plakate, Wilbur. Nicht mich. Der Ausguck berichtet nicht fair und irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Hm, ja. Ist das jetzt immer noch? Ja, das ist immer noch. Okay, mal eben schauen, was der Schildträger sagt. Der ständig am Gähnen ist. Herr Schildträger? Herr Professor? Ja genau, ja, das ist neu. Finden Sie es eigentlich richtig, dass Sie sich als Hauptmann der Stadtwache von einem Schmuggler bestechen lassen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von Ihrem Deal mit Jorge. Er bezahlt Sie, damit Sie nicht hinsehen, wenn er seinen Alkohol am Zoll vorbeischmuggelt. Nach meinen Informationen bezahlen die ehrenwerten Händler dieser Stadt jederzeit den Zoll, der der Stadt zusteht. Aber anderslautenden Hinweisen geht die Stadtwache selbstverständlich entschlossen nach. Wir stehen für brutalstmögliche Aufklärung bei Bestechungsdelikten. Das war schon immer unsere Devise. Brutalstmöglich, ja, vor allem das. Ja, ja. Okay, war also nichts weiter, aber immerhin ganz nett. So, dann weiter in die Unterstadt. Vielleicht ist der Junge ja wieder da an dem Stand oder so. Nö, sieht nicht so aus. Aber da kann man noch was anschauen. Betrachte den Müll, okay. Ach, da ist ja der Pott hier. Der hat sich hinter dem Müll versteckt. Leere Kisten und Verpackungsmaterial. Ich kann nicht sehen, was mich... Hey, wen haben wir denn da? Da beeindruckende Laufleistung. Ja. Okay, der ist abgehauen. Ja, dann gehen wir weiter hinunter. Das Fass ist auch da. Ja gut, das brauchen wir jetzt im Grunde ja nicht mehr. Okay, also weiter nach unten. Vielleicht holen wir den Pott ja wieder ein. Sieht ihn jemand hier, den Pott? Ach doch, da ist er gerade noch aufgetaucht. So, ja, gut, wir reden mal mit ihm. Du warst mal ein Soldatenhelm, oder? Und so wie du aussiehst, hast du nicht irgendwem gehört. Und jetzt hat man aus dir einen magischen Pisspott gemacht?
Das ist ein beschissener Job, ganz wörtlich. Ich kann schon verstehen, dass du weggelaufen bist. Du hast für das Gute gekämpft, hast viel erlebt. Und jetzt... Wie wäre es, wenn du wieder Großes vollbringen könntest? Für deinen Oberbefehlshaber sogar. Ich baue einen Golem, der Erzmagier Alistair beschützen soll. Du kennst doch den Erzmagier. Er ist in Gefahr. Vielleicht stecken die Schatten dahinter. Aber auf jeden Fall eine dunkle Macht. Du könntest dem Golem als Beine dienen. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe. Also, bist du dabei? Abgemacht. Ja, das ist ja gut. So, jetzt haben wir den Pott hier. Okay, gut, wir haben die Beine vom Golem. Ja, schön. Also gut. Ach, hier, da steht der Remy. Nee, der Timmy. Hä, was? Timmy? Was? Moment. Wie? Was? Timmy? Anklicken. Hallo, Timmy. Was machst du denn hier? Ich will wissen, was los ist. Alle Ratten haben Aufträge von meinem Onkel bekommen. Alle. Nur ich nicht. Ich will auch helfen. Ja, Timmy ist also eine Ratze. Ich dachte, das war dieser kleine Junge, den wir da oben gesehen haben, der mit dem Holzschwert. Naja, ich weiß nicht. Der heißt doch auch Timmy, oder? Ich weiß nicht mehr. Naja, egal. Also, ich brauche... Ja, doch, hier, das hier. Ich kann verstehen, dass du helfen willst. Und ich habe ein Herz für kleine Helden. Aber du bist nicht der Stärkste. Und mit deiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Es sind die Kleinen und Schwachen, die es mehr interessiert als alle anderen, ob der Erzmagier an der Macht bleibt oder nicht. Wir würden als Erste unter der Ratsvorsitzenden leiden. Da könntest du recht haben. Aber ich wüsste nicht, wie du mir helfen kannst. Ich versuche, einen Golem zu bauen und ich muss irgendwie ins Lehrerzimmer kommen. Ich könnte mich ins Lehrerzimmer schleichen. Es gibt viele geheime Tunnel und Gänge unter der Stadt. Einer davon führt bestimmt auch ins Lehrerzimmer. Ja, also versuchen kann man es ja mal. Aber ja, erzähl doch mal was von den Tunneln. Was sind das für Tunnel, die unter der Stadt verlaufen? Manche sind alte Abwasserrohre und gehören zur Kanalisation der Stadt. Aber es gibt dort unten auch viele Höhlen und alte Gewölbe. Es gibt einige Löcher und Spalten, in die sich selbst Ratten nicht trauen. Einige sagen, es gäbe eine dunkle Macht dort unten. Das klingt beunruhigend. Ich habe nie etwas in der Richtung gesehen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Zombies, die sich immer breiter machen. Zombies in der Kanalisation von Seefeld? Jupp, früher oder später wird ein Held in Ausbildung in die Kanalisation hinabsteigen und es mit den Zombies aufnehmen, meint Onkel Remy. Das wird ja noch interessant. Also vielleicht ist das was für Nate? Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es sehen. Ja, wegen des Lehrerzimmers, mir hat erzählt, du bist oft krank. Ach so, ja, machen wir das mal. Als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, hieß es, du seist sehr krank. Während des Krieges war ich oft krank und hungrig. Wir hatten nie genug zu essen, bis du gekommen bist und uns geholfen hast. Das war doch selbstverständlich. Nicht für alle. Einige behandeln uns wie Ungeziefer. Vielen passt es nicht, dass Onkel Remy für den Erzmagier arbeitet und dafür bezahlt wird. Dabei behält er das Gold nicht für sich. Er verteilt es in der ganzen Familie und die ist groß. Ja, das glaube ich wohl. So, aber Remy, wo wir gerade bei ihm sind. Ich habe heute zweimal mit deinem Onkel gesprochen. Er sieht müde aus. Er arbeitet zu viel. Ethel sagt das auch. Er isst nicht genug und schläft kaum noch. Er sagt, schlafen kann ich auch, wenn wir das Land wieder aufgebaut haben. Er sollte sich nicht überarbeiten. Was hilft es, wenn er in ein paar Wochen zusammenklappt? Deswegen müssen wir ihm ja helfen. Er muss nicht alles alleine machen, wenn du und ich mit anpacken. Ja, stimmt. Aber zum Beispiel hier in Sachen Lehrerzimmer. Wegen des Lehrerzimmers. Ja? Ich muss selber da rein. Aber du kannst mir helfen. Schau dir die Notizen auf dem Schreibtisch des Direktors an. Er ist ein sehr ordentlicher Mann und hat sich den Türcode sicher irgendwo aufgeschrieben. Was willst du denn im Lehrerzimmer?
Er hat irgendetwas in einer der Schubladen gesucht oder hineingelegt. Auf jeden Fall wollte er nicht, dass er dabei beobachtet wird. Vielleicht ist es eine Bombe! Möglich. Wir müssen herausfinden, was genau. Aber du bist zu klein, um die Schublade zu öffnen. Deswegen brauche ich den Code. Verstanden! Also schön. Versuch, ins Lehrerzimmer zu kommen. Danach treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Sei vorsichtig. Bin ich immer? Na, ja, das ist doch mal ein Plan. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich ja, geht das gut. Remy ja. würde mir nie verzeihen, wenn Timmy etwas zustößt. Und ich mir noch weniger. Ja, komm, das wird schon. Okay, so. Ja, dann müssen wir jetzt gar nicht mehr zum Loch, weil das ja, so wie es aussieht, auch auf eine andere Weise geht. Was haben wir jetzt da noch? Wir brauchen noch, Lieferschein. Keine Ahnung, wozu wir den brauchen. Das hier kombinieren? Nö. Geht nicht. Aber Hammer und Wischmopp als Arme dann zum Beispiel? Ja. Was brauchen wir jetzt noch? Lehm brauchen wir da, oder? Für den, was also ich meine jetzt für den für Troll. Sie tun? So, die, Der Körper des Golems. Wie baue ich den am besten? Der Golem benötigt einen Torso aus Stein, Ton, Lehm oder dergleichen. Er braucht starke Arme, um große Gewichte tragen zu können. Und ein paar kräftige Beine, damit er herumlaufen kann. Korrekt. Der Kopf eines Golems muss aus Ton sein und er benötigt eine Mundöffnung, in die man Zettel mit Befehlen stecken kann. Das heißt, den Kopf müsste ich auf jeden Fall selber machen, sofern nicht zufällig irgendwo ein fertiger Golemkopf herumliegt. Ja, richtig. Okay, gut. Ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Ja, schon klar. So, was machen jetzt die zwei hier? Moment, da wieder zumachen. So, was machen die zwei jetzt hier? Ich finde die beiden recht unterhaltsam. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade mit ihnen zu bereden hätte. Ja, okay. Ja, dann gehen wir nochmal in die Kneipe. Oder Gaststätte oder wie auch immer das heißt. So, da ist ja der Bloch. Aber wahrscheinlich will er nicht mit ihm reden, aber ich versuch's mal. Ja, wahrscheinlich gibt's echt keinen Grund. Herr Direktor Bloch? Ah, oder doch? Ja. So, ich bräuchte den... Achso, jetzt fragt er dennoch. Jedenfalls haben wir die Option. Ja gut, mal schauen. Ich habe erfahren, dass die Tür zum Lehrerzimmer nur mit einem Code geöffnet werden kann. Das ist korrekt. Ich habe den Code nicht erhalten. Auch das ist korrekt. Ich dachte mir, es sei verschwendete Mühe, Ihnen jetzt den Code zu geben und ihn dann wieder ändern zu müssen, sobald Sie kein Lehrer mehr an der Schule sind. Aber... Sie können morgen früh wieder ins Lehrerzimmer, sobald ich die Tür geöffnet habe. Aber... ist nichts mit Aber. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Und da unten liegt was. Da. Na gut, ich kann nur mit dem Direktor reden. Oder auch nicht. Ja, wir müssen auf den Timmy wieder warten. In der Zwischenzeit können wir mal mit den beiden hier reden. Aber nee, nicht mit dem Krump, sondern mit dem Zloff. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. So, wegen Jorge, ach ja, genau. Wegen der Sache mit Jorge und dem ihm mal richtig eins auswischen. Ja? Ich befürchte, das hat nicht so richtig geklappt. Tut mir leid. Ich hatte auch nicht viel Hoffnung. Und selbst wenn Jorge ein paar Schläge auf die Finger bekommen hätte, jemand anderes wäre gekommen und hätte seinen Platz eingenommen. Es ist das System, das nicht funktioniert. Kaputt! Die Händler stecken unter einer Decke und sprechen die Preise ab. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Aber das System funktioniert eben doch. Ja, das ist ja das Problem. Okay, was sagte der Grump? Hallo, Grump. Oh, Wilbur. Du sagst... Psst, Grump, was wolltest du mir sagen? Ich sagen wollte... Ihr flüstert ja schon wieder. Wenn wir lauter sprechen, Zloff uns hören. Hört einfach auf, hinter meinem Rücken zu flüstern, in Ordnung? Gut, leid tun. Wollen alkoholfreien Drink als Entschuldigung? Oh, nein. Einmal konntest du mich vielleicht mit Alkohol ausschalten, aber nicht nochmal. Grump hat dich mal mit Alkohol betäubt?
Zloff werden todmüde, schon vom klitzekleinen Fingerhut voll Alkohol. Zloff wie kleines Mädchen mit Zöpfen. Ich habe eine Alkoholunverträglichkeit. Oder vielleicht auch eine Allergie. Das ist natürlich schlecht, ja. Ach so, ja, kann er es einfach so sagen. Was wolltest du mir denn nun sagen, Grump? Nein, Zloff lauschen. Ich nicht sagen, solange Zloff zuhören. Puh, ich gehe hier nicht weg. Ja, das geht ja auch schlecht. Okay, wird also nix. Tschüss, Grump. Ciao. Ja, tschüss. So. Gut, also wieder raus hier. An der Jacke kann man ja immer noch nichts machen. Die hängt ja immer noch da. Wäre schon komisch, wenn er sie jetzt einfach mitnehmen kann oder so. Das ist die Jacke eines Protestlers. Sie hat mehrere Aufnäher. Und hier vorne ist ein Pin angeheftet. Jetzt wird was dazu gesagt. Okay. Hat dann keiner bemerkt. Jetzt nimmt er ihn mit. Okay. Ja, gut. Mal schauen, was uns das noch bringt. Abgenutzter Pin. Ja, vielleicht hier bei den anderen da. Und so eine Mütze aufsetzen? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, Für die Statue, also den Golem oder so. Ja, also auf jeden Fall erstmal wieder raus. Wilbur, wo gehst du denn hin? Nicht da hinten hin. Aber kann man da noch irgendwas machen? Hier, das da lesen, aber... Moment, das muss wieder zu. Das da lesen, aber das haben wir doch auch schon gemacht. Es gibt einen ganzen Haufen Paragraphen hier. Das Blatt ist so klein und dicht beschrieben, dass es selbst Paragraph 9 Absatz zum Glück wissen die nichts vom Keller. Okay, gut. Haben wir alle schon gesehen? Ist also nichts Neues dabei. Naja gut, dann müssen wir draußen mal wieder weiterschauen. Ist ja der Timmy ist wieder da. Okay. Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen 4 Zahlen. 4, 60, 9, 41. Ich habe sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das ist doch hervorragend. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Ja, das ist doch nicht schlecht. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar! Ja, auch nicht schlecht. Ja, vielleicht stimmt das ja auch wirklich, dass er das ihn noch brauchen kann. So, jetzt haben wir da einen Zettel. Und der unternehmungslustige Timmy ist auch da. Ja, schön. Abgerissene Notiz. 4, 60, 9, 1. Sie sollten mir bei der magischen Tür des Lehrerzimmers weiterhelfen. Ja, das hoffe ich doch. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Oder hier noch was? Ach komm, wenn wir schon hier sind, ne? Wie haben wir diesen Knopf da jetzt? Ja? Ich bin einer von euch und kann mich ausweisen, genau. Ich bin einer von euch. Der Pin hier sollte Beweis genug sein. Prinzipiell schon. Aber vielleicht hast du ihn einem unserer Leute unter Zwang abgenommen. Nein, ich habe ihn mir ehrlich verdient. Ich bin beinahe überzeugt. Zeig mir unser geheimes Handzeichen und wir geben dir den Ton. Oh, pst. Ich glaube, ich habe die Stadtwache gesehen. Besser, sie sieht mich nicht. Ja, komm wieder, wenn die Luft rein ist. Okay, also wir brauchen noch ein Handzeichen. Ist der Pin da jetzt... Ja, den haben wir noch, okay. Ist also nicht weg. Na gut, also dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Ich will aber gerne mal wieder durch die Stadt laufen. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Oh, was ist das hier? Ist das neu hier? Nö, sieht nicht so aus. Dann ist es mir nur neu. Kann man hier noch was machen? Nee, kann man nur weitergehen. Dann machen wir das. Jetzt sind wir wieder hier. Ist hier irgendwas? Nein, auch nicht. Kann ich mit Jorge sprechen? Nee, auch nicht mehr. Okay, dann rein da. Ich kann ja mit Jorge dann oben sprechen. Was, wie genau soll der Schlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Ach so. Cool. Ach so, ja. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, okay. Ja, gut. So, und hier. Ja, das und das
kennen wir ja auch schon. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Mit dem Schildträger will ich jetzt nicht sprechen, wenn das überhaupt geht. Ja doch, ja sicher, das geht eigentlich immer. Also was dabei rauskommt, ist dann wieder die andere Frage, ne? Also, weiter. Da ist Jorge. Ja, wollen wir mit ihm sprechen? Ist da was Neues da? Nee, ich glaube nicht. Ach komm. Wenn es nichts gibt, dann geht's auch schnell. Hallo, Jorge. Hallo, Jorge. Wilbur. Drachenschweiß. Nee, das... Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Ja. Bis dann. Das, ja, ist ja gut. Das haben wir schon. So, dann nochmal in die Zauber- oder Magierschule. Und, mal das mit dem Code ausprobieren. Haben wir hier schon alles? Da geht's ja wieder ins Klassenzimmer, genau. Ach, da oben war noch was. Das Fenster mal betrachten. Okay, machen wir das nochmal. Schwer zu sagen, wie spät es genau ist. Aber die Nacht ist noch jung. Wenn Golems wirklich so fleißig sind, wie die Schiefertafel behauptet, hätte er vermutlich noch genug Zeit, um alle Aufgaben des Direktors zu erfüllen. Und ab dem Morgengrauen könnte er dann Erzmagier Alistair als Leibwächter zur Seite stehen. Mindestens bis zur Wahl. Danach beruhigt sich die Lage hoffentlich. Hm, okay. Klingt nach einem Plan. Ja, aber erstmal müssen wir den Golem haben. Gut, aber zunächst wollen wir ins Lehrerzimmer. Aber, naja, ihr wisst schon, was kommt. Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn das zieht sich gewiss wieder etwas länger hin und das passt nicht mehr in diese Folge. Okay, somit also vielen Dank fürs Zuschauen. Wilbur, dreh dich doch mal um. So, genau. Sag doch auch mal Tschüss. Ja, genau so. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Book of Unwritten Tales 2. Tschüss.